Ja. Hallo Elfriede, wir freuen uns, der Karl Füchs und ich, dass du dich bereit erklärt hast, heute uns ein bisschen was über deine Familie zu erzählen, über Speyer. Ja. Elfriede Bogumil, wir kennen uns vom Kanu-Club. Ja. Wir sind zusammen gepaddelt und du bist ein geborener Holdermann. Ja. Also, wann bist du geboren? Im Februar 1941. Okay, und zwar in Speyer. In Speyer, im Finsternskrankenhaus, wurde notgetauft, weil das Kind nicht lebensfähig war. Ne? Die stirbt in den nächsten 3-4 Tagen, aber die sitzt jetzt mit 78 Jahren immer noch tot. Wunderbar. Und was haben die Ärzte was hätten sie gesagt zu meiner Mutter? Wenn sie die Tage übersteht, da haben sie eine Kämpferin. Und es hat gestimmt, habe ich das Gefühl. Bis jetzt, ich bin dreimal tot von der Schippe gesprungen in meinem Leben. Und ich lebe, wie gesagt, mit 78 immer noch. Super. So. Und wo sind Sie dann groß geworden? In welcher Straße und wo? Also, meine Eltern, sie haben öfters mal umziehen müssen, weil sie die Wohnung, die haben sie immer wieder streitig gemacht bekommen. Ich war in der Wormser Landstraße. Ja, wir hatten die Wirtschaftskäse, die hat so einen Ärger raus. In der Wormser. Rosengarten. Rosengarten. Da haben sie gewohnt, meine Eltern. Also sie haben mal hinter dem Esel gewohnt. Mhm. Dann haben wir in der Greifergasse gewohnt. Ecke große, Ecke kleine Greifergasse, war früher der Konsum. Und dann sind wir ins Gefängnis gezogen. Aber jetzt gehen wir mal eins nach dem anderen. Ja. An welche Straße, an welche Wohnung können Sie sich noch besonders stark erinnern? Greifergasse. Die Greifergasse, ja. Greifergasse kann ich mich gut erinnern. Und dann habe ich Hagedansgasse, ne? Die Längsgasse von Speyer. Ja, das muss man vielleicht erklären für die, die das die Längsgasse von Speyer nicht wissen. Sie sind im Januar von der Reu und vielleicht im Dezember dann noch später hinten wieder rauskommen. Was im Gefängnis gesessen war. Da haben wir mal gesagt, die Längsgasse von Speyer. Also da kann ich erinnern. Ich kann nur vom Erzählen vom Rosengarten erinnern. Ich war halt immer ein sehr lebhaftes Kind, dass ich mal oben am Fenster, wir waren ganz oben in dem Turm, haben sie gewohnt, dass ich da runterspringen wollte. Mal gucken, wie das ist. Ist mein Vater gerade zugekommen oder meine Mutter. Also du bist eher das zweite Mal tot von der Schiff gesprungen, sozusagen. Drei Mal mindestens. Oder viermal sogar. Ich habe schwere, schwere Operationen gehabt. Und, aber Ihre Eltern. Die waren immer zu Hause, oder ihre Mutter war immer zu Hause, nein, ihr Vater hat gearbeitet und sie hatten noch Geschwister. Meine Mutter hat gearbeitet, bis ich auf 41 auf die Welt gekommen bin. Da hat sie schon drei Kinder gehabt, meine große Schwester von 18 Jahren. Und da muss ich dazu sagen, da ist, sie ist halt schwanger geworden, aber ihr Mann sozusagen, sie waren vor der Hochzeit, er ist tödlich verunglückt. Deshalb war meine Mutter in der Zeit Alleinerziehende, das war sehr schwer. Und wenn sie ihre Eltern nicht gehabt hätten, wäre es schlimm geworden. Also sie war arbeiten. Mein Bruder ist 37 auf die Welt gekommen. Meine andere Schwester, die Ursel, ist 39, 41. Und wie ich dann auf die Welt gekommen bin, hat sie aufgehört zu arbeiten. Und da kam 43 noch eine, unsere Gertrud. Und dann hätte sie das Mütterkreuz kriegen sollen. Hat sie zur Stadt hoch. Aber sie hat keine Marken gekriegt, dass sie uns Milch kaufen kann, dass sie Brot kaufen, weil mein Vater Sozialdemokrat war. Das weiß ich vom Erzählen von meinem Vater. Und dann hat sie zu dem OB gesagt, das war glaube ich ein Leiling, gell, so wie ich weiß. Ja. Ich brauche kein Mütterkreuz, die Kinder habe ich für uns gekriegt. Ich brauche Milch und Brot von meinen Kindern, damit sie mal nicht verhungern. Und heute ein Stehloser hat das Mütterkreuz nicht angenommen. Sie war zu stolz dazu. Ja, sie war tapfer und das muss ich sagen. Vielleicht, das war 43, nach 43, nachdem die Gertrud auf die Welt gekommen ist. Aber es war schon hart. Ne? Aber sie hat das durchgezogen und hat gesagt, ich brauche kein Mütterkreuz. Hat es nie angenommen. Ja. Und Ihr Vater, was hat er gearbeitet? Mein Vater war Möbelschreinermeister. Und war in der Pfälzischen Möbelfabrik. Übrigens, der Jakob Schäfer war sein Lehrling.
Und Jakob Schäfer vom Kahnenclub. Vom Kahnenclub, das war sein Lehrling. Und von da kam auch immer die Verbindung. Aber er hat dann auch Berufsverbot bekommen. Da kommen wir später nochmal drauf, ja. Möbelschreinermeister war er gut. So. Waren Sie auch dann in einem Kindergarten, wie Sie da so gleich waren? Wir waren einmal im Kindergarten, das war der Ballhof unten am Fischmarkt. Und er kam nach Hause und die hat den Kopf voller Läuse. Und dann haben wir gesagt, ihr bleibt daheim. Ich kann nicht jeden Tag die Läuse fangen. Da waren vier Kinder. Das ist gut. Ja. Der Horst, die Ursel und ich. Drei waren wir im Kindergarten, wir sind dann zu Hause geblieben. Meine Mutter hat für uns gesorgt. Und es war sehr gut. Sie hat immer für uns Zeit gehabt. Trotz ihrer vielen Kinder und trotzdem sie gearbeitet hat. Trotz ihrer wenigen Kinder. Das wollte ich eben eigentlich auch mal hören. Ihre Mutter hat sie zu Hause mit Liebe aufgenommen. Ja, sehr. Sie hat sich Zeit genommen. Immer. Wenn wir ein Problem hatten, war die Mutti da. Das war für sie selbstverständlich. Sie hat die Kinder gekriegt und sie sagt, es ist meine Verpflichtung, meine Kinder großzuziehen, dass sie anständige Menschen werden. Und das hat sie gemacht. Auch wie wir im Gefängnis waren, wenn irgendwas war, weißt du, nur die so und so, sitze ich hin, erzähle mal. Sie hat zwar ihre Arbeit dazu gemacht, aber sie hat gemacht. Sie hat uns, nachdem er kein Geld da war, sie hat sich abends nach dem Arbeiten, hat sich hingehockt, für uns Kleider genäht, Sache aufgetrennt. Meine Mutter war eine gute Näherin durch ihren Beruf. Mhm. Kleider genäht. Wenn Ostern war, so hat sie am Ostersonntag mit neuen Kleidern in die Kirche gegangen. Und die Puppen sind auch ausstaffiert worden wahrscheinlich. Bitte? Die Puppenkleider. Die Puppenkleider. Ich konnte bei den Puppen nie was anfangen, war für mich totes Material. Ja. Ich hätte lieber lebende Puppe gehabt, deshalb bin ich beim Bruder immer abgestrenzt gegangen. Das war mal lieber. Ja. Dann besuchen Sie auch noch mal eine Schule. Ich habe die Zivilenschule, das war damals, weil die Rostmarktschule, die war damals noch, ich bin 47 in die Schule gekommen, aber so im Gefängnis gewohnt. 46 sind wir da hingezogen und 47 Schule, da war die Rostmarktschule noch teilweise Lazarett oder beim Umbau wieder in Schule und so weiter. Es war ja damals noch getrennt, katholisch, evangelisch, ja, Buben und Mädels. Und da war eine Zivilenschule und dann sind wir ausgelagert worden ins Clara Kloster, St. Clara Kloster. Und da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit den katholischen Mädels gehabt. Wir waren Heiden für die. Die haben es alles zusammengeheißen. Wir in der Hölle, und das ist für ein kleines Kind schlimm, in der Hölle landen, weil wir Heiden wären und so weiter. Und im Nachhinein, wie ich älter war, gesagt, das kam von den Kindern nicht, das kam von der anderen Eltern. Oder von den Schwestern, das könnte natürlich auch sein. Nein, ich muss nicht das eine sagen. Da war eine Schwester. Wir hatten die Frau Kauter, hieß sie, die war noch Referendarin, musste ab und zu mal ins Referendariat ihren Schulberuf, also ihren Lehrerberuf weitermachen. Und die Hannelore Kauter. Und wenn die weg war, hat eine Schwester uns unterrichtet und hat auch ihre Schülerinnen darauf hingewiesen, dass wir auch eine Religion haben, dass der evangelische Glaube kein schlechter Glauben ist. Das finde ich gut. Das war also ganz tollerin und ich muss es sagen, ich kann über die Schwestern darunter nichts sagen. Die haben uns im Grund geholfen. Super. Das muss man sagen, das ist Tatsache. Und dann haben Sie die Volksschule sozusagen zu Ende besucht? Ich habe die Volksschule zu Ende besucht. Ich war also dann die Christel Hotz, muss ich dazu sagen, war meine beste Freundin. Wir waren die Besten in der Klasse, aber meine Eltern hatten kein Geld. Meine Schwester, die 18 Jahre älter war, 11 Jahre gearbeitet hat, hat mich schon großgezogen, hat schon ihr Geld da in mich reingesteckt. Die Schule hat 45 Mark gekostet im Monat. Das Geld hatte sie nicht. Die musste ja die Oma noch unterstützen. Die hat noch 120 Mark Rente gehabt, weil mein Großvater ja selbstständig war. Und dann kam der Horst zu meiner Schwester und hat gesagt, Frau Holdermann, lassen Sie die Elfriede mit der Christel ins Gymnasium gehen.
Ich zahle alles, die Bücher, die Schulgeld, alles. Lassen Sie, dass die zwei zusammenbleiben. Das ist ja ein Angebot. Das war ein sehr gutes Angebot. Und meine Schwester hat gesagt, Herr Horz, es ehrt Sie, aber wir lassen uns nichts schenken. Wir möchten das nicht, wir kommen schon zurecht. Und da wusste ich, die Volksschule, mach die Volksschule gut, mach's, du lernst einen Beruf und danach kannst du aufbauen. Und das habe ich gemacht. Alles Geld, was ich verdient habe, schon als Lehrling habe ich schon nur Taschengeld gehabt, aber alles habe ich in die Abendschule gesteckt, in die Volkshochschule. Ich habe Englisch gelernt, ich habe Französisch gelernt, ich habe Buchhaltung gelernt, zusätzlich Stenno-Schreibmaschinen sowieso. Ich kam in die Lehre mit 14 Jahren, da habe ich schon 180 Silben Stenno geschrieben, weil meine Schwester mich früh in den Stenografenverein gesteckt hat. Ich habe Schreibmaschine dazu gelernt. Alles, was ich danach gemacht habe, habe ich alles in der Volkshochschule gelernt, zusätzlich zum Beruf. Und das muss man, ich wollte das einfach, Ingrid, ich wollte einfach vorwärts, ich wollte weiterkommen. Sehr löblich, ja. Und zum Schluss, mein letzter Ding, mit 39 Jahren habe ich meine letzte Prüfung gemacht. Ich bin Diplom-Sekretärin geworden zum Schluss, weil ich gesagt habe, ich war schon Sekretärin immer, aber da hieß auf einmal, wie ich wieder angefangen habe zu arbeiten oder wieder voll arbeiten, wo haben sie ihr Diplom als Sekretärin. Mhm. Also früher braucht man das nicht, da ist man reingewachsen. Ja, das war das, was man wusste, das ist die Erfahrung, die man gesammelt hat und so. Und dann sag ich, ohne Diplom, also gut, mache ich das auch noch. Bin ich anderthalb Jahre in die Abendschule gegangen. Haben Sie auch noch eine Sprache gelernt dazu? Nein, nicht mehr. Und ich muss Ihnen sagen, die Sprache habe ich ja kaum gebraucht. Wenn ich in Frankreich bin, kommt eins nach dem anderen. Und Englisch ja genauso und irgendwas ist, aber da ist immer so viel hängen geblieben, muss ich sagen. Also ich habe als Sekretärin zum Schluss bei der Sparkasse, Vorstandssekretärin war ich da. Und habe mit 39 Jahren meine Prüfung mit 1 und 2 bestanden. Elfriede, Chapeau. Habe ein Kind großgezogen. Habe gearbeitet. Ich habe nicht gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Der Peter war meistens unterwegs für seinen Beruf. Habe eine kranke Schwester gehabt. Meine Mutter ist Pflegefall geworden. Die ist in der Zeit auch gestorben. Also es war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. Du hast viele Mühe gehabt. Ja, 8 Pflegefälle. Wahnsinn. Ja. So, jetzt haben Sie über Ihre Kindheit, über Ihren Lebenslauf was erzählt. Jetzt wollen wir zu Ihrem Vater kommen. Wie ist der Vater? Wann ist der ungefähr geboren? Ich weiß genau, wann der Papa geboren ist. Mein Vater hieß Franz Wilhelm Holdermann. Franz Wilhelm ist geboren am 21. Oktober 1906. War das der erste Enkel meines Urgroßvaters, der aus Berlin stammte, sein Großvater. Ich habe da die Unterlagen, meine Tante hat Ahnenforschung gemacht, beim Wilhelm Lehmann. Der ist auch nach Berlin überführt worden und neben seinem Vater wurde er beerdigt. Todesanzeige. Ja, das ist die Katharina, die Urgroßmutter. Erzählen Sie doch mal über Ihren Vater. Was hat er für eine Ausbildung gehabt? Er war auch wahrscheinlich in der Volksschule und hat dann Mein Vater war in der Volksschule, hat Schreiner gelernt. Er hätte eigentlich das Tünchergeschäft übernehmen sollen von meinem Urgroßvater, war aber noch zu jung. 19 war er 6 geworden, 13 Jahre. Der Oberst war dann 19 gestorben. Und da ist es zu einer Tante gekommen, zur Schwester seiner Mutter. Das Geschäft existiert heute noch. Das hieß Schlamm und es heißt Benedikt. Der Ding ist mein Großcousin. Ach jo. Der Benedikt. Ne? Und das existiert heute noch, das Geschäft. Das stimmt. Die Brigitte ist die Frau. Ne? Die Brigitte kennt die sehr gut. Das hat schon gesagt. Wir haben die gleichen Vorfahren. Ne? Interessant. Das ist so schließlich der Kreis wieder in Speyer. Ja, ne? Ja. Und wo hat Ihr Vater dann am längsten gearbeitet? Am längsten in der Pfälzischen Möbelfabrik. Unterm Ort. Eduard Ort. Eduard Ort, ja. Ja, das war der Chef von der Möbelfabrik.
und unserem Ort. Und die war im Neuland, ne? Die war ohne, so viel ich weiß. Ja, ich meine, vom Herrn Schäfer, das ist noch in Erinnerung zu haben. Ja, ich meine, da unten war es, ich kann es nicht 100% sagen, aber ich meine, das war da unten irgendwo, das ist eine Möbelfabrik. Als er dann inhaftiert war und konnte also nicht mehr arbeiten. Das wollte ich noch mal, jetzt gehe ich mal zum Anfang. Wie ist denn dann Ihr Vater da inhaftiert worden? Ihr Vater hatte eine politische Einstellung. Ja. Wo war der zu verorten? Bei der Sozialdemokratie. Da war in der Sozialdemokratischen Partei? Nein, ich habe Ihnen ja gesagt, er war nie in der Partei. Ja, aber er hat mit denen kooperiert. Er hat auch viele, zum Beispiel, der war auch bekannt, der letzte Jud von Speyer. Der Böttichheimer. Mein Freund, mein Vater, den hat er über den Rhein geschiffert, wenn sie ihn gesucht haben. Und wenn sie hat er wieder zurückgeholt und so weiter. Also er hat da sehr viel getan, auch sehr viel für seine Sozialdemokrat. Die wollten halt rausfinden, für wenn mein Vater Kurier macht. Und das hat er nie verraten. Er hat gesagt, er macht keinen Kurierdienst und so weiter. Ne? Aber die haben es natürlich nicht geglaubt. Und da ist er, die Mutter hat gesagt, im Mai ist er weggegangen, morgens in die Pfälzische Möbelfabrik und ich im Dezember wieder hinkomme. Und als ich rausfiel, er war in Ludwigshafen inhaftiert, sie haben ihn gefoltert, sie wollten alles aus ihm rausquetschen, er hat nichts gesagt. Und dann kam er im Dezember wieder zurück. Ne? Und da hat er natürlich keine Arbeit mehr gehabt. Und warum er in der Fisch- und Möbelfabrik nicht mehr war, da hat er auch nicht drüber geredet. Ich nehme an, dass er nicht mehr einstellen durfte. Kann das sein? Da gab es in der Schiefergasse eine Schreinerei, Guckel hießen die. Und dieser Herr Guckel hat mein Vater Arbeit gegeben, hin und rum, sodass er ein bisschen was verdient hat. Ne? Und die Familie hat auch meiner Familie, die Frau Guckel, sehr geholfen, immer wenn sie irgendwas hatte. Frau Holdermann, so, da habe ich, oder Herr Holdermann, das nicht von der Kinder, da haben wir was, wir haben genug und so nehmen sie es mit. Also er hat Freunde gehabt, Gott sei Dank, bis auf sein eigener Bruder, der das zweite Mal verraten hat. Da war es Nazi, kommen wir jetzt gleich rauf, ja. Er hat einen Bruder, da war gerade. Der war jünger, ein oder zwei Jahre jünger als mein Vater. Ein Nazi durch und durch. Und wie es dann gekommen ist, dass. Ich weiß nicht, wie das zusammenhing, aber er hat ihn verraten. Dass er Sozialdemokrat war, dass er Kurierdienst machen würde und so weiter, entgegen der Aussage, die er da gemacht hat. Und da haben sie das zweite Mal gekrascht und er war auf dem Weg, also auf der Liste nach Dachau. Und er hat zu mir gesagt, es mussten immer 100 Gefangene auf der Liste sein, und die nach Dachau kamen. Und die haben die genau abgezählt. Ja. Und meine Mutter hat meinen Vater mal wieder gesucht. Da ist sie zu dem General Rösinger, war auch ein befreundeter Kamerad, und hat gesagt, wo ist mein Mann, der ist schon wieder weg, kannst du gucken. Da hat er im Gefängnis gefunden, hat ihn streichen lassen, er muss Möbel machen für die Nazis und so weiter, es war also nur alles vorgeschoben, ne? Und die Braunze, und da kam einer, das hat mein Vater gesagt, musste einer der Gefangenen auf die Liste, er weiß nicht, wer es war. Für ihn dann. Für ihn auf die Liste, er weiß nicht, wer es war. Und er sagt, das geht heute. Ja. Wie alt war ich da? 20, 22, wo er mir das erzählt hat. Sagt er, das geht heute noch in der Ruhe, wer hat für mich sterben müssen, eventuell. Ja. Darf ich Ihnen noch mal was bestätigen? Ja. Also, es gibt im Landesarchiv Speyer eine Akte über Ihren Vater. Ja. Und zwar die V901. Und ist aus politischen Gründen ist er eingesperrt worden. Ja. Und nach 45 hat er angegeben, dass also nur in Speyer 9 Monate in Haft war. Na, er war auch in Ludwigshafen. Gut. Vorher. Er hat aber nach 45 hat er das nur angegeben. Das ist also dokumentiert. Ja, ja. Das, was Sie sagen, ist jetzt eine Ergänzung. Ergänzung, ist ja wunderbar. Ja. Stimmt, dass das, dass er da inhaftiert war. Ja, wie gesagt, und dann kam er eben nicht nach Dachau. Ja. Und wie gesagt, er hat hintenrum Arbeit gekriegt, wie mein Großvater auch.
seine Druckerkameraden aus der Speyerer Zeitung, weil er immer gesagt hatte, Leonhard Hieser, hatte, du kriegst Arbeit von uns, musst du keiner wissen. Und der Fotodecker hat ihn da sehr unterstützt. Wir waren sehr befreundet, die zwei Familien. Und immer wenn der Opa sein Heidelberger Tiegel hat gemacht hat, oder der Karl Decker oben in seinem Atelier auch Vollkrach zu machen. Ach, ja. So das war das nicht gehört. Waren sie gut eingespielt? Die waren gut eingespielt. Jetzt Ihr Vater, hat er mal was erzählt, wenn wie er in der pfälzischen Möbelfabrik gearbeitet hat? Da ist ja bekannt, dass in der pfälzischen Möbelbahn auch Kriegsgefangene. Hat er über die was erzählt? Da hat er nichts erzählt. Das kann ich nicht. Ich habe also immer wieder nur erfahren, auch von der Familie Schultheiß, dass die Gefangenen da unten sehr schlecht behandelt worden sind. Ja, also das kann ich nicht sagen. Das, Sie wissen da also nichts? Gar nichts. Ich weiß nur, dass in der Flugzeugwerke, da hat mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, gearbeitet, dass da Kriegsgefangene drin waren, die dann draus beim Schürer, wo Holzwaldschlüssel ist, da war ein großes Lager. Und meine Tante und mein Onkel, die haben in der Mühlstraße gewohnt, im letzten Haus. Und da sind die immer vorbei. Mühlstraße? Nein, Mühlstraße. Wo ist die Mühlstraße? Das ist draus, heute sind da jede Menge Häuser. Mühlweg, der Mühlweg. Mühlweg, ja, ganz Mühlweg. Das letzte Haus auf der linken Seite. Haben die gehabt, da haben wir noch Bilder davon. Und da weiß ich schon, dass meine Tante und mein Onkel gesagt haben, wenn die arme Buben, es hat immer gesagt, das könnte ein Neugutes sein. Wenn ein Aufseher nicht geguckt hat, hat es mir Brot zugeschustert und hingeschmissen. Und haben sich also sehr bedankt bei meiner Tante. Ne? Wir haben also in der Hinsicht auch geholfen, soweit man konnte. Wenn sie verwischt worden wäre, wäre sie weg gewesen. Sie hätte, meine Cousine hätte keine Mutter mehr gehabt, mein Onkel wäre aus dem Flugzeug schwer gefallen und geschmissen worden und so weiter, vielleicht auch inhaftiert. Auf jeden Fall, sie hat es so heimlich gemacht. Und die sind da, Mühlweg sind die zum Schürer rausgekommen, über freies Feld. Ne? Und den nächsten Tag wieder zurück in die Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrem Vater. Ja, bitte. Als der Krieg zu Ende war, Mai 45, war er da. Ihr Vater dann auf der guten Seite. Er war auf der guten Was Seite. Was hat er dann da alles Interessantes erlebt und Gutes erfahren? Also Gutes. Und wie ist er dann mit seinem Bruder umgegangen? Sein Bruder, der hat dann nicht in Speyer gewohnt. Ob er inhaftiert war, das weiß ich nicht. Der hat eine Frau aus Dessau gehabt und hat da eine Zeit lang gewohnt. Und ist nach Speyer, er hatte keinen Kontakt mehr mit seinem Bruder. Er hat da, der Otto Hieser, Otto Holdermann, der hat es versucht. Und mein Vater hat gesagt, wenn du mich einmal verraten hast, wenn wieder was ist, wirst du mich wieder verraten. Da hat er seinen Stolz gehabt. Da hat er seinen Stolz, er hat sich also um seinen Bruder im Grunde gekümmert. Und er hat dann in Speyer gewohnt. Und ich muss sagen, Papa schon lang tot, ich bin ihm an der Hauptstraße am Alperl, Rosmarktstraße, ist er mir mal entgegengekommen. Der sah aus wie mein Vater. Das ist unheimlich. War aber kein Zwillingsbruder? Nein, nein. Zwei Jahre jünger. Nee, du hast ja gesagt, zwei Jahre jünger. Ja. Und mindestens zwei Jahre jünger. Und kommt auf mich zu und sagt: Verzeihung, sind Sie nicht die Tochter von Wilhelm Holdermann, von Willi? Guck ich an, sag ich ja. Und dann sagt er, ich weiß, kommt mal ein Vögelchen da drin. Ah, eben ist weg. Sag ich ja. Dann sagt er, ich bin der Otto. Und dann hat er gesagt, ja. Dann sagt er, ich kenne dich. Und dann hat er gesagt, kannst du mir verzeihen, was ich mit deinem Vater gemacht habe? Also ich will dir eins sagen. Verzeihen kann ich, aber vergessen tust du nicht. Ich wünsche dir weiterhin ein Leben, bis du sterben darfst, aber kein Kontakt. Ich hätte meinen Vater verraten. Dann. Ich habe gesagt, verzeihen, gut, das ist passiert, aber vergessen kann ich das nicht. Das ist eine wichtige Geschichte für die Familie, damit die Familie das begreifen kann, warum sie Distanz gemacht haben
und haben das einfach abgeschlossen. Ich habe das und haben nicht nachgetreten weiter. Nein, ich habe nicht nachgetreten. Ich habe nur gesagt, ich habe verziehen oder wir haben verziehen, aber vergessen oder ich vergesse das schon gar nicht. Jetzt kommen wir wieder auf Ihren Vater. Was hat dann Ihr Vater noch erlebt alles nach dem Krieg? Nach dem Krieg ist er wurde ja nicht entnazifiziert. So viel ich Erinnerung habe, ist er aufs Amt gerufen worden. Er war ja, es war ja bekannt, er ist ja gefoltert worden und es stand er war ohne Ehe, Opfer des Faschismus. Ja, Opfer des Faschismus. Bekam er auch einen Ausweis? Ja, wahrscheinlich. Der ist aber wohl verbrannt. Was weiß ich, alles der Ofen geschmissen. Und das ist furchtbar, ne? Und er hat schon 45 angeboten bekommen, ob er das Gefängnis übernehmen will als Verwalter, als Wiedergutmachung. Und so viel ich weiß, hat er 600 Reichsmark bekommen als Wiedergutmachung. Okay. Und dann, er hat 4 Kinder zu großziehen gehabt, Möbelschreinerei, nichts war da. Und dann hat er das angenommen und war dann bei Dürkheim in der Beamtenschule. Hat seine Beamtenlaufbahn gemacht, nicht die hohe Beamtenlaufbahn, die niedere Beamtenlaufbahn, aber hat wenigstens Geld verdient. Und das war für uns wichtig und dann war es, er hat ans Gefängnis übernommen, wir sind dann Anfang 46, so viel ich Erinnerung habe, sind wir ins Gefängnis gezogen und wie gesagt, mindestens 80 Insassen, waren Schwerverbrecher dabei, waren aber auch nicht entnazifizierte vor allen Dingen und dann Mitläufer auch. Die Mitläufer haben mehr Freiheit gehabt. Die waren in großen Zellen dabei. Da war gegenüber der Küche war eine Zelle, da sind 16 oder 18 Gefangene drin gesessen, also drin gelegen und so. Verscht. Da haben dann unseren Spaß gemacht mit denen. Ne? Haben sie geärgert, das Kind. Aber wenn die entnazifiziert waren, dann haben sie. Durften sie gehen und mein Vater hat auch für die Nazis mal gesagt, hat zu mir beigestellt, die waren ja alle verblendet. Und da muss man eben auch einen Schlussstrich ziehen, man muss die wieder als Menschen nehmen. Und das finde ich, dass mein Vater da sehr großzügig war. Sehr ewige Sinne, ja, kann ich schon sagen. Es waren andere, die studiert haben und alles und diese Gesinnung nicht hatten. Und mein Vater war Mensch, bis er gestorben ist. Er war Mensch. Und da bin ich immer noch stolz. Ich habe als Jugendlicher mal gesagt, ich stand Vater, ich war selbst dran schuld, dass er euch geschmeckt war. Es wäre doch ein Liebler gekriegt. Also nein, das hat mein Vater nicht gemacht. Und darauf bin ich stolz. Sehr gut. Und wie lange waren Sie dann da in dem Gefängnis? Wir sind 48 nach Kusel versetzt worden. Mhm. Und das arme Kind, ich habe Asthma bekommen in Kusel, in Speyer nicht. In Speyer war ich kein gesund. Es war psychologisches Asthma. Ja, Heimweh-Asthma. Ich wollte wieder nach Speyer zu meinen Freunden. Ich habe die Oma vermisst. Ich habe meine große Schwester, mit der ich sehr starken Kontakt hatte. Bis zum Schluss. Mit meiner Schwester Lilly hieß sie, Caroline. Lilly gerufen oder Bibi gerufen. Die Bib von Speyer gibt es sogar ein Gedicht von Grubers Gips. Nein, Grubers Hänsel. Und war ich also sehr verbandelt, war viel bei der Oma damals und habe Asthma gekriegt in Kusel und hatte Arzt gesagt, das Kind muss weg. Schicken Sie es nach Speyer. Da kam ich das erste Mal nach Speyer, 49 wieder, bis 51, 52. Bis 52, da wurde mein Vater 51 wurde er nach Kaiserslautern versetzt. Da haben wir im alten Gefängnis gewohnt und er hat Dienst getan im neuen Gefängnis auf dem Berg oben. Und dann, wie er nach Dietz an der Lahn versetzt wurde, hat in das große Zuchthaus, musste ich wieder mit. Hat meine Eltern gesagt, du gehst mit, du gehörst zur Familie. Mhm. Das Kind hat Asthma gekriegt, musst du wieder nach Speyer. Ja, wieder? Hast du wieder Asthma? Wie alt warst du dann? 13 Jahre alt. Inzwischen. Und dann, ich habe also 13,5, ich habe Konfirmation in Speyer gehabt. Mhm. Präparandenunterricht in Dienst an der Lahn, aber das Kind, ich war nachts im Bett gestanden. Mhm. Also umgekehrt, haben sie geschüttelt, ich krieg keine Luft mehr.
Vater hat es auch gesagt, du musst so nach Speyer, da geht's euch gut und ich bin gesund. Hat das Heimweh erstmal. Ja. Ich bin ein Speyerer Kind. Ja, heute noch. Viel von der Welt gesehen, aber Speyer ist herrlich. Also ihr Vater hat dann den Beruf des Vollzugsbeamten gehabt, ja. Und war dann in vielen Stationen. Ja, er war von Kaiserslautern. War mal in Speyer, Kaiserslautern, Dietz, ja. Haben Sie erzählt. Ja, also die feste Station war also Speyer, Kusel, Kaiserslautern, dann war es Dietz und dann Kirchen an der Sieg. Das war das letzte Gerichtsgefängnis, das er geführt hat, wo er zusammengeschlagen wurde von Einsassen. Und hat gesagt, kann keinen Dienst mehr tun, war er 62, hat er also frühzeitig aufgehört. Und dann von Kaiserslautern aus war er in Germersheim, er war in Zweibrücken, er war in Wittlich und nochmal eine Station. Irgendwas, bis er nach Dietz versetzt wurde und dann sind wir dann nach Dietz gezogen. Kannst du noch was sagen über dieses Zusammenschlagen, wie das passiert ist? Ja, das waren zwei Bundeswehrsoldaten, die Kameradendiebstahl gemacht haben. Die waren in Kirchen eingesessen und mein Vater hat gesagt, also er hat selbst einen Sohn gehabt in dem Alter, etwas älter schon, Horst ist 37 geboren, und, aber er hat gesagt, es können ja meine Söhne sein, man weiß, warum die das so, warum die Kameradendiebstahl gemacht haben. Hat sie also sehr human behandelt. Und dann abends, spätabends, haben die angefangen zu randalieren in der Zelle. Die waren zusammen in einer Zelle. Und die Justizbeamten durften nicht mit Pistole in den Zellentrakt. Und mein Vater ist runter und hat gefragt, was ist los? Und dann lag einer auf der Bridge und hat gemacht, ne, und so. Und ein Arzt, und mein Vater hat die Verpflichtung gehabt, er musste rein, muss gucken, was los ist. In dem Moment kriegt er so ein Holzbein über den Kopf, die Schädeldecke war durch. Er hat sich rausgeschleppt und in dem Moment, wo er sich rausschleppt, schießt der eine, ich sage auch, warum der einen Revolver gehabt hat, schießt der eine. Mein Vater hat einen Oberarmdurchschuss und da hat er mit dem gesunden Arm die linke hochgezogen und mit dem kranken Arm im Durchschuss hat er umgeschlossen. In dem Moment geht nochmal ein Schuss durch meiner Mutter am Kopf vorbei. So, der Revolver. Mein Vater hat einen. Sind ja durchsucht worden, ne? Nee, bevor sie ins Gefängnis kamen. Die hatten ja keinen Revolver. Nein, mein Vater hat einen gehabt, der ihm geholfen hat, so ein Hilfs-Sheriff, ja, sagen wir, ja. Mal was sagen, gehabt. Und der hat seinen Revolver geklaut gekriegt, weil die ja sauber gemacht haben, als Kalfakter, haben die da geputzt und gemacht, haben den Revolver geklaut und hat es meinem Vater nicht gesagt. Deshalb wusste der Vater, dass sie einen Revolver hatten. Ne? Das war ein schwerer Fehler. Ja. Das war ein schwerer, sehr, da ist er nicht mehr in den Dienst gekommen, der Mann. Dann haben sie sofort kassiert. Mein Vater hat also bis zu seinem Tod mit 67 Jahren, hat er Kopfschmerzen gehabt, ne? Weil die Schädeldecke, die war ja durch. Ne? Wenn sie ganz durch gewesen wäre, wäre er verrückt geworden. Aber so haben sie, also, naja, okay. Und die haben ausgesagt dann in Koblenz, die zwei, sie haben gewusst, dass die Gefangenengelder kommen. Mein Vater hatte ein Auto, sie wollten abhauen in die DDR, wollten alles rausholen und wollten abhauen in die DDR und wollten mit der Bundesrepublik nichts mehr zu tun haben. Und die sind dann verurteilt worden, ein halbes Jahr länger als Beamte nötig. Och nee. Ja, und da hat mein Vater gesagt, ich kann keinen Dienst mehr machen. Ach, das ist ja hart. Das hat er gesagt, das kann ich nicht. Und der nächste lege ich um. Da bin ich jetzt aber sehr schwach. Die wollen die Familie töten. Ich habe meine Nichte, war ja noch, die kam, die ist bei meinen Eltern groß geworden. Die, als Kind, die lag oben in ihrem Bett, die wollten die ganze Familie auslöschen und wollten dann abhauen. Und das nennt man Nötigung dann? Beamtennötigung. Ja, sag mal, wie kommt sowas zustande? Ja, ich weiß nicht, das war wohl der Staatsanwalt, der das so ganz locker gesehen hat. Das ist ja alle. Und da hat mein Vater die Aussage gemacht, er muss, die wollte nicht gehen lassen, hat er gesagt, ich gehe, den nächsten lege ich um.
nie mehr ohne Revolver in der Zelle raus. Das ist ja klar. Das ist ganz klar. Ja, das war also das. Jetzt aber nochmal zu Ihrem Vater. Der war ja gedanklich immer ein Sozialdemokrat. Ja, bis zum Schluss. Was hat er noch so eigentlich noch dann noch gedacht, gemacht und was hat er Ihnen so alles erzählt über Sozialdemokraten? Über Sozialdemokraten? In Speyer auch, hat er Ihnen da Sachen erzählt? In Speyer? Über Personen? Nein, im Großen und Ganzen nicht. Er hat nur also die Menschen benannt wie der Bödischheimer, wie der General Rösinger und da war noch mal einer, der Herr Google und so. Der Schreiner, ne? Der Schreiner, ne? Ja. Die also auf seiner Seite waren und Sozialdemokraten gewesen wären. Ne? Und hat halt mich in der Hinsicht aufgeklärt vor der ersten Wahl. Mit 21 durfte man ja erst wählen damals. Aufgeklärt, hat mit mir darüber gesprochen. Wähle nie die CDU. Da habe ich gesagt, ja warum denn nicht? Gut, ist christlich, sagt er, die haben das C vorne dran. Da sitzen die größten Nazi-Verbrecher in der Partei, hat er mir gesagt. Also das war seine Aussage. Ja, 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 ja. Ja? Ob das stimmte, das wusste ich nicht, aber ich meine, das stimmt. Teil, ne? Ne? Ja. Ja, sind viele, sagt er, die eben da rein sind und da aufgebaut haben, genau die gleichen, die damals die Leute umgebracht haben, diese wie der Filbinger und so weiter. Ja, ne? Ja, das damals rechtens war. Ja, kann heute kein Unrecht nicht, kein sein. Unrecht das sein, berühmte, ne? Das war der berühmte Ausspruch. Der Filbinger, ne? Hat gesagt, da sitzen genug und bleib, was hat er mir noch gesagt? Bleib Mensch, helf, wenn du helfen kannst. Was hat er aber gesagt? Du brauchst nicht unbedingt die Kirche, du brauchst kein Zeh vorne dran. Jesus, hat er mir gesagt, seine Aussage, Jesus, wenn er heute leben würde, würden die ihn wieder ans Kreuz nageln. Ja. Jesus hat nie irgendwas gewollt, er wollte Mensch sein, er wollte die Menschheit damals zum Menschlichen bekehren und zu keiner Religion. Ja. Genau. Und da muss ich ihm recht geben, im Nachhinein, wie beim Hoher Angler. Das stimmt. Ja. Ich hätte vielleicht noch gern gewusst, hat er den Namen Luise Herklotz mal genannt? Die Luise Herklotz war befreundet. Ah ja. Ja, ja, die Luise, siehst du, ich habe gewusst, die Luise Herklotz. Ja. Die war ja auch befreundet mit der Familie und so weiter. Mhm. Ja. Mhm. Das ist klar. Ja. Warum hast du jetzt nach der Luise gefragt? Weil ich wissen wollte, ob du was über ihre Vergangenheit weißt. Nein, das weiß ich nicht. Okay. Das wäre für mich interessant gewesen. Ja, dadurch, dass ich ja jetzt bei der Oma groß geworden bin und bei meiner Schwester, wir haben also über Politik, weil das nicht mehr so viel geredet, wir haben mehr über Familie geredet. Mhm. Alles klar. Ja. Ja. So, Sie hatten noch vier Geschwister und eine Halbschwester. Ja, die Schwester. Was haben die so alles erlebt? Können Sie da mal auch ein bisschen was erzählen? Meine Halbschwester, die 18 Jahre älter ist als ich, die war auf der Liste unwertes Leben. Die hat beidseitig TÜV-Luxation gehabt. Meine Schwester ist so gelaufen. Mhm. Ja? Mit der ist nichts anzufangen. Meine Schwester war sehr intelligent und hat also wie gesagt, war auf ein unwertes Leben. Sie hat in der Stadtverwaltung damals gearbeitet, sie war Lehrling der Stadtverwaltung, da haben sie abgezogen. Die war auf der Liste, umweg. Die hätten bei ihr wahrscheinlich Untersuchungen gemacht, wie das früher üblich war, bei den Ärzten. Ne? Da muss man gucken, was man da macht und so weiter. Und zum Schluss hätten sie tot gemacht. Die haben sowieso dann einen Grund gefunden, die Leute umzubringen. Und aufgrund dessen, meine Cousine, die ist 3 Jahre älter als meine Schwester, ja, die war 20 geboren, die war bei der BDM, die war auch bei der Regierung als Lehrling eingestellt und hat da ihre Laufbahn gemacht, musste zum BDM. Die wurden jedes Wochenende, Samstag, Sonntag, abgestellt zum Westwall, zum Schanzen. Und hat meine Schwester gesagt, was die können, das kann ich auch. Und hat sich zur BDM gemeldet und zum Schanzen. Hat ja wohl das Leben gerettet. Vielleicht kurz noch Schanzen, das ist Gräben ausheben. Gräben ausheben, Schanzen, okay. Die sind Schanzen gegangen, die Westwallgräben ausheben. Ne? Und so jedes Wochenende, solange das war, ist sie mitgefahren und
hat sich dadurch mit ihrer Behinderung hat das gemacht. Und es wird dann natürlich schon besser mit ihren Beinen. Ne? Und naja, eine starke Frau. Sie haben da mal erzählt, ihre Halbschwester, die hätte eine jüdische Freundin gehabt, oder? Ja, die hat eine Schulkameradin gehabt, die hat in der Ludwigstraße irgendwo gewohnt. Ich weiß nur nicht, wie sie geheißen hat. Meine Schwester hat bestimmt den Namen nicht gesagt, könnte aber das gewesen sein. Weiß ich ja, auf jeden Fall. Drei, ich glaube, die haben ein paar Mädchen. Ja. Sie hätte blonde, lange Zöpfe gehabt und an diesen Zöpfen haben sie durch die Ludwigstraße gezerrt. Als jüdisches Mädel. Meine Schwester stand in der Heidnerstraße, stand da und hat dazu geguckt. Das waren Nazis dann. Nazis. Die einfach Terror gemacht haben. Ja, Nazis. Ne? Und sie hat dann nie mehr was von ihr gehört. Es war eine gute Schulkameradin von ihr. Aber wie das Mädel geheißen hat, das kann ich leider nicht sagen. Das hat sie mir auch nie gesagt. Dann vielleicht mal, aber. Ja. Da kommen wir vielleicht nochmal auf ihren Opa. Welcher? Das war der Leonhard Meyer. Ja. Können Sie über den Hügel was erzählen? Da ist er dann auch irgendwie, kam aus München nach Speyer. Ja. Mein Großvater Leonhard Meyer war Münchner. Sein Vater war Braumeister in der Hackerbräu. Mhm. Und mein Urgroßvater hat eine geborene Käferstein geheiratet. Die waren war also eine sehr hoch angesehene Familie. Mhm. Und da kam also. Der Name klingt jüdisch, ne? Sie waren jüdischer Abstammung, aber schon seit Generationen waren sie schon zum katholischen Glauben übergetreten, haben da immer gemischt geheiratet, aber es war halt jüdisches Blut in ihnen. Ne? Meine Großmutter sagte, der Papa war noch Viertelmude sozusagen. Ja, ne? Diese Terminologie der Nazis. Ne? Gut, die Mutter von ihm ist gestorben. Der Urgroßvater hat nochmal geheiratet. Mein Großvater hat Buchdrucker gelernt. Und wie das damals üblich war, da ist auch auf, also sich noch weitergebildet als Meister und so weiter, war in der Verbindung, in der Grafia-Verbindung in München und ist dann auf Wanderschaft gegangen. Ist also bis nach Nordrhein-Westfalen gewandert und ist dann auf dem Rückweg nach München in Speyer in Neustadt an der Neinstraße hängen geblieben, hat in der Druckerei Meininger, die existiert heute noch, bekannt für pfälzische Produkte, hat da gearbeitet und hat meine Großmutter kennengelernt. Die stammte aus einem kleinen Weingut in Loblog, das ist ein Vorort von Neustadt, und haben sich kennengelernt und lieben gelernt, haben 1900 geheiratet und drei Kinder gekriegt. Mein Großvater ist dann, so viel ich weiß, in den 20er Jahren nach Speyer, in die Speyerer Zeitung. Ich weiß, ob es die damals schon so gegeben hat, ob die anders ist. Sie hat ja öfter seinen Namen gewechselt, auf jeden Fall war es zum Schluss, glaube ich, die Speyerer Zeitung, als Buchdruckermeister. In der Heidelberger. Ja, und hat sich dann selbstständig gemacht. Hat sich einen Titel gekauft, einen Heidelberger, und wollte sich selbstständig machen. Ne? Hat Aufträge gehabt und so weiter. Dann hat er zugemacht, wie gesagt, 32. Ich habe die Papiere, die waren noch da, die habe ich ins Stadtarchiv gegeben. Bei der Frau Menrath da, habe ich da alles hingegeben. Und habe gefragt, ob sie da Interesse haben und so, bevor das irgendjemand wegschmeißt. Wunderbar, war eine gute Idee. Naja, bevor zum Beispiel, wie es so mit den Jugend ist. Ne? Und dann, 32 war die Eröffnung, also hat er den Gewerbeschein bekommen und Ende 33, hat er es wieder abmelden müssen. Und da war er arbeitslos, aber seine Kameraden haben ihn unterstützt. Ne? Aber wer das war, das kann ich nicht sagen, das ist zu weit her, zu lang her. Die Oma hat nur gesagt, wenn die nicht gewesen wären und dann wäre es uns noch schlechter gegangen. Ne? So, das war jetzt der Opa mütterlicherseits. Ja. Und der Opa väterlicherseits, das haben Sie nicht getan? Nein, der ist 19 gestorben. Das war der Wilhelm Holdermann. Da ist die ganze Chronik. Ja. Er sollte abstammen.
ich kann mir nichts dafür, meine Tante. Das ist die Schrift meiner Tante. Vom Adel? Ja. Wirklich? Ah, das ist ja irre. In Stahnsdorf bei Berlin, dies war sein Wille. Ne? Karl Friedrich Wilhelm August Lehmann. Der hat alle Vornamen vom Ding gehabt. Vom Kaiser. Ja. Er soll also ein Ableger vom Kaiser gewesen sein. Ah. Er durfte nie sagen, dass er sein Vater war. Meine Urgroßmutter, also seine Mutter, hat in Stahnsdorf ein Haus bekommen und jedes Jahr ihre Apanage. Sie war Zofe am Königshaus und hat also nie mehr arbeiten müssen. Hat ihren Sohn großgezogen, der war mit 6 Jahren schon in der Kadetteschule. Aha. Also kein normal. Mit einer guten Erziehung gekriegt, also eine militärische, wie das in Preußen so üblich war. Ne? Ja, Moment, er ist das uneheliche Kind des Königs Wilhelm I., geboren 1797 und gestorben 1888. Soll also wahr sein. Ich kann es nicht, ich war nicht dabei, ich war nicht zwischendrin gelesen oder nebendran gelesen. Weil Tante hat auch eine Forschung gemacht. Wie groß sie das her hat, das weiß ich nicht. Weil das ist ja wahrscheinlich nicht vermerkt. Sie war aber seit 1949 ist sie Französin geworden. Hat einen Franzosenspeier kennengelernt, die war Dolmetscherin im Garnisonsbüro, hat meinen Onkel kennengelernt, mein liebster Onkel, der Onkel Robert, ist mit dem nach Südfrankreich. Vielleicht hat sie aus dem Grund irgendwas rausgekriegt als Französin. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ja, sie lebt auch nicht mehr. Ne? Fall, ja. Ja. Also das ist die Ding. Ja. Das ist der Bruder Willi, das ist hier. Deshalb heißt mein Vater auch Franz Wilhelm. Ja, Otto, das war ein sehr passabler Kaiser, ne? Und dann kam ja das Drei-Kaiser-Jahr und dann... So irgendwie der ist ja ein hängt das schon zusammen. Wie gesagt, er ist, sein Wille war, er will nach dem Tod nach Berlin überführt werden und will neben seinem Vater beerdigt sein. Und das wäre auch passiert. Ja, aber wo das ist? Ja gut, du kannst schon nachvollziehen, wo der sicher, aber beerdigt. Ach, Ingrid. Spannend. Ja, das ist trotzdem. Das freudige Blatt. Ja, hoffentlich, ich habe das hier. Und die Holdermänner, will ich dazu sagen, da kann ich euch auch noch unser Wappenzeichen von 1300 noch was. Das waren Ritter des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Haben in Calw gewohnt, die kamen aus Spanien, wurden von dem damaligen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches nach Deutschland und nach Deutschland kamen die mit der ganzen Familie und da kommt auch, ich bin die einzige blonde Familie, die anderen waren alle schwarzhaftig. Ach, die ganze Holdermann, da im Großen und Ganzen, alles was Holdermann heißt, gehört zusammen. Das eine große Isoliertechnik Holdermann. Das sind alles Handwerker gewesen. Ja, aber ich habe das halt gefragt, weil dein Vater hat doch gar keinen eigenen Betrieb dann gehabt. Nee, das war doch nur kurz, ne? Da bin ich jetzt so falsch. Nee, mein Vater hat keinen Betrieb gehabt. Ja, aber ich kann mich an eine Schreinerei Holdermann erinnern. Das weiß ich jetzt nicht. In Speyer. Nee. Also ich wüsste nicht. Ah, ja gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall. So, ich darf mal gerade einen Hutschen nutzen. Ja. Bitte, ich hole noch raus. Darf ich dir noch? Und dir? Nee, danke. Ich habe noch. Ich habe noch raus. Ja, ich glaub's da. Ja, um das vielleicht noch ein bisschen mal abzuschließen. Mhm. Wir haben ja jetzt eigentlich vieles über die Sachen, die Sie in Speyer erlebt haben, erfahren. Warum hängt Ihr Herz so eigentlich an Speyer? Mein Herz. Was gefällt Ihnen so an Speyer? So, dass du Asthma kriegst, wenn du Speyer nicht siehst. Ja. Nee, kein Asthma. Wenn ich Speyer nicht sehe, kriege ich Asthma. Ja, genau. Was mir an Speyer von früher her schon immer gefallen hat, war die Offenheit. Das offene Wesen, meine Großmutter, obwohl sie Neustadter war, die war sehr bekannt in Speyer, nicht als Schwitzer, der war, sondern... Es war halt die Pelzer, ne? Ja, die Pelzer sind die, so. Die offene Art. Ja. Und wie gesagt,
was soll ich da sagen? Wenn ich die Hauptstraße gesehen habe, wenn ich den Dom gesehen habe, der Dom war für mich mein Spielplatz. Ich war schon immer begeistert vom Dom. Ne? Und die Domschüssel drumherum. Dürfen Sie das nicht aufnehmen, ja, was ich jetzt sage? Ja, das musst du bestimmen dann, was aufgenommen wird. Das kannst du bestimmen. Jetzt ganz leise. Ich bin ja immer mit der Bube abgehauen. Ne? Ja. Zum Leidwesen meines Bruders, Horst. 4 Jahre älter. Der wollte ich nicht dabei haben. Ach gut, mit seinen Freunden. Ne? Na, na. Immer die Kleine hängt immer da. Ich habe gesagt, was, Horst, ich gehe nicht so. Mein Finger stammt daher. Und wir haben sie als die Domschüssel gesetzt, die Bube. Und haben sie immer gezielt durch das Loch gepinkelt. Und da habe ich gesagt, ich kann das auch. Das ist aber nett. Und da hat er mich neu gekauft, da war es gerade. Ich habe mich geguckt, es kam was raus. Nee, die, also, den Stolz hast du gehabt, ne? Ah, was ist das? Aber ich hätte jetzt zum Schluss auch noch eine interessante Frage, finde ich jedenfalls. Du hast mir mal erzählt, du warst in die ehemalige EHP Lehrling. Ja, in der Kaufhalle. Und da geht es mir jetzt, ich bin immer auf der Suche nach dem Bachverlauf. Und ach, dann hast du mir erzählt, eine ganz interessante Geschichte, die würde ich jetzt gerne nochmal vielleicht für alle hören. Ich war Bürolehrling in der Kaufhalle, der einzige. Und wir haben damals noch Heizung gehabt, noch einen Heizer gehabt, der hieß Köhler, ein alter Mann. Der kam aus dem Krieg und hat also eine Stelle gesucht, ne, bei in der Kaufhalle Heizer, ohne im Keller. Gut, okay. Es war so, die Verkäuferinnen wurden dann immer, da war so Klingel, haben sie runterdrücken müssen, wenn sie vom Laden aufgekommen sind, klingeln müssen. Wenn es geklingelt hat, sind sie untersucht worden, ob sie nichts geglaubt haben. Wenn so, sind sie durchgekommen. Es war immer so Zufallsklingeln. Auf einmal hat Süßware, Lara, es war unten, neben der Heizung im Keller, waren Schachteln aufgerissen, Praline, Schokolade, alles aufgerissen. Ja. Und immer so, dass man es von oben nicht gesehen hat. Da haben die gemeint, da ist eine Verkäuferin, die das klaut und dann die Schachtel rumdreht und da sieht man es so nicht. Ne? Und da war es dann 2-3 Tage. Klingel, drei, wurde jede Verkäuferin untersucht. War nichts. Nichts dabei rausgekommen. Keine hat was geklaut. Da haben sie das Lager wohl weggeräumt. Und da kam eine große Falltür. Und da war so ein Loch drin. Und da haben sie die Falltür, ich war dabei, deshalb weiß ich es. Ich war dabei, die Falltür aufgemacht, sitzt unter so ein Rad. Und der Bach ist geflossen. Also sind die Ratten, da haben sich da durchgefressen, das kennen die ja, ne? Es war ja ein Holzfall der und haben dort die süße Sache geholt. Ne? Ja. Und da haben sie die natürlich totgeschlafen, also totgeschmissen. Ein paar Tage später kommt der Köhler, der Herr Köhler und sein Heizer, die Kellertreppe ruft und kreischt, Ratte. Da hingen sie schon an ihm, das sind die Männer, die Assistenten und alles, was Verkäufer war, sind raus mit allen möglichen Brüchel und so. Das war so ein Innenhof, da war das Büro, das war so ein Innenhof und da war die Kaufhalle und wie so Atrium da mit Dings und so, das haben wir auch noch geguckt. Da hingen die Ratten an den Männern, die haben runtergeschlagen, totgeschlagen und so weiter. Ne? Einem ist einer an der Hals, und da gerade so war der Hals durchgebissen. Ne? Die waren ja aggressiv, die haben das Loch zugemacht, kamen dann nicht mehr raus, dann sind die durch die Heizung sind die raus und haben also dort Terror gemacht. Ne? Ja. Und das ist jetzt eine interessante Geschichte, für mich insofern interessant, weil du sagst, da unten verlief ein Wasser. Und zwar? Und das ist sehr spannend, weil auf keiner Karte ist dieses Wasser, ist ja Wasserverlauf verzeichnet. Also, aber man kann mir das gut vorstellen. Es war ja auch mal am Alpördl. Ja, das war ja zu. Das ist klar, ja. Und da muss dieser Bach, soviel ich weiß, ist er dann quer über die Straße, über die Hauptstraße. Ja, das muss aber dann eine Ableitung gewesen sein, weil das war ja da, wo heute Kaufhof ist, weil die Kaufhalle. Ja. Und der Bach fließt ja geradeaus durch die Hauptstraße normalerweise, ne? Der Bach. Ja, aber das. Und das muss eine Ableitung gewesen sein. Da bin ich immer noch auf der Suche. Auf jeden Fall. Könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel
der Jakobsbrunnen, wo es heute gibt, das von da dass aus der vielleicht gespeist war. Da ist dann was rüber in den Speyerbach gelaufen. Ja, es kann nur so sein, auf jeden Fall nach deiner Schilderung kann es auf jeden Fall war es fließendes Wasser. Ja. Und die Ratten waren da drin, aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich weiß auch, ich war oben gestanden am Bürofenster und habe ein Beißzahn in der Hand gehabt, brauche dann noch ein Beißzahn. Mein Gott, ich war 16, 17 Jahre, glaube ich. Ja. Super, Elfriede, dann sagen wir mal herzlichen Dank für deine Offenheit und für deine spannenden Geschichten. Als Bayerer Mädel kann man halt so einige schöne Dinge erzählen. Ja.